erstmal sehr stolz, dass die Glasarche hier ihren Platz gefunden hat, weil dieses Monument, so möchte ich es mal bezeichnen, doch eine einmalige Wirkung hat. So, steht unwahrscheinlich günstig mit dem Blick zur Arche am Fuße des Mittelberges. Unsere Region ist touristisch noch nicht vollständig erschlossen. Wir arbeiten dran und wir haben viel zu tun, dran zu arbeiten. Die Besucherzahlen sind steigend und darüber freuen wir uns sehr. Wir haben sehr große Mühe und viel Vorbereitung reingesteckt, Wanderwege neu auszuschildern, sodass die Touristen, die nach Nebra kommen, auch über diese wunderschöne Natur, die wir hier haben, die Landschaft, die besten Eindrücke mit nach Hause nehmen können. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte am Anfang meine Bedenken. Was verbindet jetzt die Glasarche mit der Arche Nebra? Aber ich habe mich überzeugen lassen, wie wichtig das auch für die Bedeutung der Arche Nebra sein kann. Und ich denke, dass diese Glasarche ein wichtiger Fingerzeig gerade hier in der Peripherie zur Arche Nebra, und es ist eine wunderbare Idee. Das konnte ich mir, wo ich das erste Mal mit diesen Gedanken gut vertraut gemacht wurde, mir nicht vorstellen. Nochmal persönlich Dank an Rainer Helms und seinen Verein, dass ihr über die Denkweise aus der Pfälzer Region den westlichen Teil mit integriert und hier im Besonderen auch der Arche Nebra und den Naturpark, Geonaturpark, einen besonderen Gefallen tut und wir insgesamt die touristische Entwicklung, aber die Entwicklung auch des Geonaturparkes weiter in der Region vorantreiben. Die Natur braucht uns nicht, wir brauchen die Natur. Und wir müssen die mit Fingerspitzen behandeln. Und wir müssen auch mit Fingerspitzen diese Natur, ich sage nicht führen, aber wir müssen sie ordentlich behandeln. Und es soll nicht festgehalten werden, die Arche soll auf die Reise geschickt werden. Deswegen ist die Aussage auch so, dass die auch schon fast am Entgleiten ist. Wir haben es nicht mehr in der Hand und wir müssen gucken, dass wir da wirklich auch Naturschutz betreiben, auch die Natur eben mit Fingerspitze behandeln, bevor sie komplett entgleitet. Also die Arche unten und die Arche oben, die kleinere Glasarche, macht praktisch Werbung für die große Glasarche. Und wir freuen uns natürlich, dass dieses Kunstwerk bei uns auch Station macht. Wir liegen ja mit unserer Arche auch mitten im Naturpark, haben auch einen gewissen Besucherverkehr, sodass auch die Glasarche natürlich wahrgenommen wird als Zeichen für den Naturschutz. Und das ist natürlich auch unser Interesse, denn die Besucher kommen ja nicht nur wegen der Himmelsscheibe zu uns, sondern auch um ein schönes Naturerlebnis zu haben. Rundherum Ziegelruder Forst kann man wandern, Fahrrad fahren, und das möchten wir. Wir haben natürlich auch ein Interesse daran, dass das erhalten bleibt. Also zum einen ist es schon super, dass die Arche jetzt gerade in der kalten Jahreszeit hier nach Wangen gekommen ist. Sie bindet sich ja wunderbar in die Natur oder in die Landschaft hier mit ein, von Arche zu Arche. Das Thema, was jetzt hier die Brücke schlägt, und dieses zieht natürlich an den Wochenenden viele, viele Ausflügler und Wandergäste bei dem schönen Wetter jetzt hierher. Es ist ja noch nicht so lange her, dass wir das Haus eröffnet haben, im Mai 2015. Jeder kennt es von vorher, wie es hier aussah, die Wüste. Bei den Gästen kommen wir eigentlich seit Mai 2015 gut an, gerade im Restaurantbereich. Und im Oktober letzten Jahres haben wir dann das Hotelprojekt hinterhergeschossen, sodass wir jetzt nicht nur ein reines Restaurant-Café sind, sondern auch noch ein Hotel mit 13 Doppelzimmern, die sich ja wunderbar in die Natur einbinden. Ich bin seit 60 Jahren hier tätig und kenne den Wert dieser Landschaft. Und da fand ich es ganz besonders gut, dass der Holzkünstler so ganz passende Worte gefunden hat. Er hat gesagt, man muss die Natur mit Fingerspitzengefühl behandeln. Und das ist tatsächlich so. Wir haben hier solche großen Werte in jeder Hinsicht, dass wir aufpassen müssen, dass uns das erhalten bleibt. Dass nicht durch extreme Dinge, die entstehen könnten, Schaden entsteht. Bis jetzt hat das gut geklappt, aber wir übernehmen ja diese Verantwortung. Wir als erfahrenen Leute müssen es weitergeben. Und da macht dieses neue Symbol der Hand mit dem gläsernen Schiff natürlich ganz tolle Wirkungen.